Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Restaurationsvideo mit mir. Ich habe vor etlich langer Zeit von einem Kumpel ein paar Sachen bekommen, die ich für ihn restaurieren soll. Darunter ist ein römisches Tintenfässchen, wo der Henkel gebrochen ist und die Aufnahme des Henkels an dem Deckel wegkorrodiert. So, heute werde ich damit anfangen. Ich werde euch daran teilhaben lassen. Ich werde heute zuerst den Henkel machen. Ich werde euch das Ganze zeigen. Ich werde aber natürlich das Video auf Schnellvorlauf setzen, weil sonst, denke ich mir mal, ist das Video zu lang. Das ist keine Sache, die man in 5 Minuten macht. Das wird länger dauern. Aber zuvor begrüße ich meinen Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de und alle, die mich natürlich auch kennen. So, wie gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal vorab oder nein, nach meinem Intro das Tintenfässchen. Also bis gleich. Jetzt im Einzelnen das Tintenfässchen mal, worum es geht. So, hier haben wir das Fässchen an sich. Doch drin liegt jetzt die Halterung des Deckels. Die müssen wir jetzt erstmal da rausfummeln. Um die geht es jetzt zuerst einmal. Dort ist der Tintenfassdeckel. Hier ist die Halterung des Deckels noch vorhanden. Die andere Seite abgebrochen. Ich werde hinterher diese fehlende Halterung mit Metallspachtel erstmal ergänzen, soweit wie es geht. Danach werde ich versuchen, sie einigermaßen zur Patina mit verschiedenen Sachen anzupassen. Aber das seht ihr dann hinter in dem Video. Zuerst einmal werden wir hier diesen Henkel komplett neu anfertigen, weil die Aufnahme des Henkels ist ziemlich... Jetzt zeige ich euch, um was es geht. Das ist das Tintenfässchen, was wir hinterher auch konservieren werden. Dies ist der Deckel zum Tintenfässchen und hier der Henkel. Der Henkel ist hier abgebrochen oder selbst gebrochen. Die Aufnahme, um den dort wieder zu befestigen, ist zu dünn und zu sehr durchkorrigiert. Und deswegen werden wir diesen Henkel komplett neu machen. Und auf einer Seite ist die Aufnahme des Henkels wegkorrigiert. Dieses werden wir hinterher mit Metallspachtel nachmodellieren. Das kennt ihr bestimmt schon von meiner ersten Zügelführung vor Jahren. Da habe ich auch alles nachmodellieren müssen. Und wir werden dann zum Schluss dieses dann farblich mit Farbpigmenten und, ja, ich sag mal, Restpatina von anderen Stücken. Ich habe hier immer solche Bronzeblechstücke zu Hause anpassen. Ja, wir werden jetzt erstmal anfangen, diesen Henkel nachzubiegen. Dazu habe ich mir einen passenden Funddraht schon mal beiseite gelegt. Das ist ein Kupferdraht. Er hat ca. dieselbe Stärke wie die Halterung an sich. Dazu habe ich mir schon zuvor eine Biegevorhalterung oder Biegevorrichtung, ja, zusammengehämmert. Ich zeige es euch mal. Das sind nur 3 Nägel, wo ich jetzt gleich den Draht drum herum biegen werde, um
diese. Na, wo haben wir sie jetzt? Tja, haben wir sie jetzt weggelegt? Ja, da liegt das. Diese Aufnahme hier zu machen. Oder diese Halterung. Na, man soll ja auch nichts in den Dose wieder zurücklegen, aber hier. Um diese Halterung zu biegen. Und hinter zum Schluss natürlich auch diese. Ich habe mir eine Zeichnung gemacht, wie weit und wie groß das in etwa sein muss. Und daran werde ich euch jetzt gleich teilhaben lassen. Ich werde jetzt gleich die Kamera versetzen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Viele Frequenzen werden wir mit diesem Video im Schnellvorlauf machen, weil sonst das Video zu lang wird. Also bis gleich. So, um den Draht zu biegen, werden wir den jetzt zwischen diesen drei Nägel einlegen. Ziemlich mittig. Dazu werden wir dann, eigentlich sollte man ein bisschen Wärme dazu nehmen, das werde ich auch machen. Dann lässt er sich ein bisschen besser biegen. Wir werden jetzt den Föhn dazu nehmen. Und jetzt wird es ein bisschen laut, aber... Ihr müsst euch ja so vorstellen, das ist jetzt ein alter Draht, der im Boden gelegen hat und der wird natürlich auch schon ziemlich spröde sein. Aber wir wollen ja hier ein bisschen, ich sag mal, das Alter des Stückes wahren. Dafür nehme ich dann natürlich auch alte Materialien. So, das dauert jetzt einen Moment. Und dann biegen wir den. So. Jetzt werden wir die erste Biegung machen. Die geht bis hierhin. Jetzt werden wir den Draht nach oben holen, hier zwischen. Wieder nach unten ziehen, mit Zange zur Hilfe. Nach hinten durchziehen. Weiter und jetzt weiter runter. So weit wie es geht. Weiter runter. Den Hammer nehmen. Wo haben wir einen? Na, wo habe ich ihn hingelegt? Außenteile nach oben, dann runter, gucken, dass wir eine schöne Rundung kriegen. Zum Schluss ganz nach unten. So, lassen wir mal nachschauen. Ja, so, das können wir so lassen. Jetzt werden wir den Nagel rausziehen, den mittleren. So, und dann haben wir in etwa diesen Bogen. Wir können ihn vielleicht noch ein bisschen runder machen, aber wollen wir mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Der ist noch nicht rund genug. Dazu müsste man eigentlich das Ganze überdehnen. Aber bei dem alten Draht ist das so eine Sache. Ne. Wollen wir mal
schauen, ob wir vielleicht mit dem Hammer ein bisschen rund kriegen. Ja, besser geht es nicht. Aber nur gucken, ob die Größe passt. So, die Größe sollte in etwa stimmen, übereinstimmen. So, und jetzt biegen wir das Ganze, oder wir tun es erstmal gerade machen. So, und jetzt werden wir diese biegen. Dazu habe ich mir hier so eine Zeichnung auf dem Blatt gemacht und werde das jetzt Stück für Stück biegen mit der Hand. Entschuldigung, dass ich jetzt eben weg war. Wir haben den Handwerker gerade im Haus, wir haben hier einen Rohrbruch. Dadurch muss ich eben ausstellen. So, ich wollte euch ja zeigen, so der Halter ist soweit fertig. Den werde ich nachher neu patinieren. Jetzt habe ich mir aber noch mal in der Zwischenzeit was überlegt. Jetzt habe ich ja hier die Aufnahme. So, ich habe gerade eben mal in meinem, ja, ich sag mal, in meiner Krabbelkiste, Schrottkiste nach einem dünnen Stück Blech geguckt, was schon vorpatiniert ist, und habe mir gedacht, okay, ich werde jetzt mal was probieren. Auf eigener Kappe werde ich das mir setzen. Ich hoffe, dass das auch so funktioniert. Da werde ich mir ein dünnes Bronzeblech suchen, oder habe ich mir gesucht. Und da werde ich mir einen Halter draus formen und ich sag mal zurecht knipsen. Dann werde ich hier diesen Überschuss vorsichtig bis auf einen Millimeter zum Boden hin abtrennen. Den Plan schleifen und doch den neuen Halter mit Sekundenkleber und mit Restpatina von Fundstücken wieder ankleben. Was anderes ist bei dem dünnen Blech nicht möglich. Man könnte es löten, aber das würde so nicht funktionieren. Ich glaube, es würde nicht halten, weil die Fläche zu dünn ist. Und Sekundenkleber ist mit, ja, ich setze da eine etwas dickere Wulst drauf, dann passt das Ganze wieder. So, ich werde euch jetzt gleich wieder nach unten drehen. Ihr werdet mich nicht sehen. Und dann werde ich euch zeigen, wie ich das hier mit der Patina meine und mache. Ja, also von Werkstücken. Ich habe mir ein paar Werkstücken, alten Pfund Bronzestücken. Ich werde da unten die Patina runterkratzen, in einem kleinen Gefäß auffangen. Ich habe schon damit ein bisschen angefangen, so dass ihr das seht, aber ich zeige euch, was ich damit meine, und dann werden wir hinter den Halter kürzen und ja, das Weitere, dann werdet ihr da sehen. Wie gesagt, ich werde mich immer dazu noch mal äußern, aber wie gesagt, wenn es euch zu lang, könnt ihr ja vorspulen. So, dann bis gleich. Ich muss jetzt erstmal wieder aussetzen und mein Handy die Funktion drehen, wieder aktivieren. Alles klar. So, da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch, wie das hier mit der Patina geht. Ich schneide mir hier ein bisschen runter. So stellvertretend, ich habe es ja schon gemacht, so dass ihr das seht. Ein bisschen vom alten Fundstück. Kann auch stellvertretend Granatsplitter sein, so wie ihr. Dann nehme ich mir das hier zusammen, habe hier schon so ein Döschen. Wichtig ist, dass er nur die Patina nimmt, nicht die Bronze. So, habe das jetzt runtergeschnitten hier. Ich hoffe, dass man das sieht. Da ist sie. Die legen wir jetzt mal weg. Das reicht. So, und jetzt werden wir hier diesen Halter kürzen. So, dass ich gleich das Blech drauf setze. So, ich hoffe, dass das jetzt so auf Anhieb funktioniert. Ich nehme hier mein Proxon-Maschinchen, das wird jetzt laut, da ist eine kleine Säge dran, und dann werde ich das Ganze abschneiden. Dazu werde ich das, glaube ich, aber hier auf das Holz legen. Ich weiß nicht, ob ihr das die ganze Zeit seht. Ja, ich muss das ein bisschen drehen und dann werde ich mich gleich dazu melden. Also dann bis gleich.
Halter, den habe ich mir ja schon zurecht gemacht. Das ist dieser hier. Den habe ich mal aus einem Stück Blech geschnitten. Ne, ich müsste, glaube ich, noch ein Stück davon abnehmen. Ja, wird mir nichts überbleiben. Also machen wir das mal. Oder machen wir es anders. Wir nehmen Grundsteine, schleifen da drunter. Ich glaube, das ist wohl in dem Moment das Bessere. So. Haben hier einen Grundstein. Wir werden jetzt eine andere Mini-Bohrmaschine nehmen. Welche nehmen wir dazu? Ich glaube, diese nehmen wir hier. Ach ja. Wir haben ja genug davon da. Die kann ich auch mit einem normalen Stromanschluss laufen lassen. Nicht über meinen Wechselrichter. Wechselrichter, was erzähle ich da? Das ist ein wie heißt es? Netzgerät. So. Und mal das dran machen und dann schleifen wir drunter. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Ich denke, das reicht. Jetzt werden wir das dagegen setzen. Die richtige Höhe? Ja. Das ist die richtige Höhe. Wir werden das aber jetzt auch noch mal hier ganz kurz hier mit noch mal begradigen. So, das reicht. Kontrollieren auf der anderen Seite noch mal nach, ob es wirklich dieselbe Höhe hat. Ah, noch ein Millimeter kann ich, glaube ich, runtergehen, oder? Ja, noch ein Millimeter kann ich runtergehen. Aber ganz minimal. Das sollte reichen. So. Setzen wir es da so gegen und kleben das erstmal an. Aber hier tun wir noch was runterholen, dass der Übergang ein bisschen geschmeidiger wird. Dazu ein bisschen schräg setzen, dass man wie so eine Keilform hat. Ja, so. So ist gut. So. Wir nehmen jetzt nicht den Metallspachtel, jetzt nehmen wir einfach Sekundenkleber dazu. Ja, so ein handelsüblichen Sekundenkleber, den hat ja wohl jeder auch zu Hause, wenn er mal sowas nachmachen wollt. Okay, da kam schon direkt was raus. So, jetzt werden wir das erstmal schön da leicht drauf machen und dann dagegen kleben. Einmal. Besser am Finger als wie am Metall selber, aber da drehen wir schon hin. So. Nehmen wir eine Zange dazu. Nee, das wird besser. Da habe ich mehr Druck drauf, weil sonst der Finger verklebt daran.
Am besten nimm da auch einen Föhn dazu. Mit Wärme klebt immer alles besser. So, jetzt kann man noch ein bisschen formen, so wie man es braucht. Dazu nehme ich jetzt meine Flachzange. Wo haben wir sie? Hier ist sie. Und jetzt werden wir das da dran anformen. So, den Übergang gleich ein bisschen beischleifen. Na, ist noch nicht so, wie ich es haben möchte. Ne, ist noch nicht so wie Tablet. Also nochmal runter. Das passt mir so nicht. Da müssen wir noch was runterschleifen. Das ist mir noch zu hoch. Sein. Wir kontrollieren das Ganze jetzt nochmal nach. Ich denke mir aber ja. Ja. Jetzt ist es die richtige. So, und jetzt kleben wir es an. So. Nur noch gucken, welche Seite wir nach vorne nehmen und welche nach hinten. So, die nehmen wir nach vorne. Okay, auf ein neues. Ein bisschen Sekundenkleber wieder drauf. Nicht so viel. So, jetzt nehmen wir die Zange und halten das dagegen. Wieder mit dem Föhn ein bisschen nah machen. So, jetzt kann man wieder ein bisschen Rest andrücken. Ich habe erst gerade gemerkt, dass sich mein Telefon während des Videos und der Restauration abgeschaltet hat, da mein Speicher voll war. Ich musste einiges löschen, ja, und konnte euch natürlich jetzt nicht alles zeigen, wie ich was gemacht habe. Ja, ich bin also fertig mit der Restauration geworden. Es war wirklich, ich sag mal, ein großer Aufwand, das so hinzubekommen, dass es keiner sieht. Genauso wie den Bügel, den Haltebügel des Tintenfässchen zu patinieren, so dass das wirklich an der Patina des Fässchen angepasst ist. Ich musste das Fässchen hinterher konservieren, aber auch so weit nur konservieren, dass die Patina darauf stabil bleibt und nicht weiter bröselt, aber auch nicht so viel, dass es hinterher aussieht, als wenn es lackiert wäre, weil so eine dünne Patina, so eine Bröselpatina, wenn man die zu extrem, ja, konserviert, wird sie speckig und glänzend. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache bei so einer Sache. Und vor allem, es ist nicht mein Tintenfässchen, sondern von einem Bekannten. Und wie gesagt, da habe ich mir extra besonders viel Mühe gegeben. Das kann man gar nicht in Zeit sag ich mal, bemessen, oder ich sag mal, teils in Zeit bemessen, aber nicht, ich sag mal, in einer Arbeitsbelohnung messen, weil sowas immer individuell ist. Ja, ich möchte euch aber dennoch das Ergebnis zeigen
Und ich werde auch ein paar Fotos machen. Ich werde dennoch das Video online stellen für euch, auch wenn es nicht komplett ist. So seht ihr wenigstens, wie ich angefangen habe, was ich gemacht habe. Und ja, wie ich den Deckel zumindest restauriert habe und ich sag mal intakt gesetzt habe, wie ich den Henkel gebogen habe und ja, des Weiteren. Nur leider nicht eben, wie ich dann hinter zusammengesetzt habe und dann gewachst habe. Und auch nicht mit der Patina. Das hat ja auch noch eine gewisse Zeit jetzt gedauert gehabt. Aber ist ja auch egal. Ich werde es euch jetzt im fertigen Zustand zeigen. Also, oder sollen wir mal das Telefon kippen? Ein wenig kippen. Mal gucken, so, da das vielleicht so besser sehen. So, hier könnt ihr jetzt das fertige Ergebnis sehen. Man kann auch den Henkel wieder bewegen. Er ist in den Laschen drin. So könnt ihr es sehen. Die Patina ist mir auch sehr gut gelungen auf dem Henkel. Ist kaum zu unterscheiden von, ja, von der Deckelpatina. Wie gesagt, es funktioniert wieder alles. So ist es komplett, sag ich mal, konserviert. Das ist hier der alte Henkel, dass er euch ein Bild nochmal macht, wie der alte Henkel aussah. Den lege ich natürlich bei, weil es ist ja ein Originalteil und das hier keins. Das ist ja von mir selbst hergestellt worden. Ja, wie gesagt, wieder eine Restauration von mir fertig. Ja, ich hoffe, dass solche Videos euch gefallen. Zurzeit ist es ja Essig mit Such und Jähn auf Marker. Oder zumindest, ja, bedingt Essig. Oder ich sag mal, nicht lohnens, ich sag mal, extrem krank zu werden, nass zu werden. Oder auch, ich sag jetzt mal, total schmutzig zu werden. Bei uns ist aller Land unter auf dem Acker momentan. Ja, ich werde dann einige Reinigungs- und Restaurationsvideos einstellen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo von euch. Teilt dieses Video, so hat vielleicht jeder mal gesehen, wie sowas gemacht wird und vielleicht kann er sich daraus ein paar nützliche Dinge ziehen, dass man sagt so, na, das mache ich mir vielleicht auch so. Ja, ansonsten nochmal ein Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuchen.de. Natürlich an alle, die mich kennen. Habt euch wohl, bleibt gesund. In diesem Sinne, tschüss, bis demnächst. Euer Markus.